Häuser. Ach ja. Warum benutzen die nicht die Bahn? Ich meine, wenn sie da oben hin wollen. Ich könnte noch eine. Ich habe noch genug Kohle dafür. Dann mache ich daraus auch einen Rundkurs. Mache ich daraus auch einen Rundkurs. So, dann hätte ich ja das eigentlich lassen können. Genau. Dann mache ich aus dir einen Rundkurs. Kurs, indem ich dich anders verbinde. Genau. Und zwar von unten her. Das Ankommen auch ein bisschen gerader gestalten. Okay. So. So, das heißt, blaue Linie, du wirst 10 Stationen? Nein, 3 Stationen, 10 Bahnen. Ach so, jetzt kann ich ja einfach auf Linie gehen. Auf den Punkt 10. So. Heißt, das da lang. Schön. Und oh, ich kann von. Oh, ich meine, soll ich noch eine in der Gegend? Ich setze noch einen in die Gegenrichtung. Eine in die Gegenrichtung. Kurz und knackig. Und ja. Könnte dann auch ein bisschen was wegschaffen. Das wäre dann. Du? Du. Du wirst dann auch blau. Also einmal hell und einmal dunkelblau. Dann einmal dunkelblau. Machen wir da auch erstmal 10 Wägen. Ich weiß ja auch nicht, inwieweit das jetzt hier der große Renner wird. Du wirst hoffentlich der Mega-Renner.
Vielleicht mit etwas Glück. Bitte funktioniert das einfach so, wie ich mir das gedacht habe. Dann nehme ich für Linie 8. Nehme ich dann Lila. Und Linie 9. Dann ein bisschen helleres Lila. Okay, damit habe ich hier einen Kreis, da einen großen Kreis, der hinten das System versorgt. Die müsste ich dann umorganisieren hier rüber, wenn das Gebiet dahin kommt. Und dann werden die bestimmt langsam damit fahren. Einfach weil es praktischer ist. Was ist mit euch? Oder Exporter. Naja. Dann. Achso, die haben immer noch keinen Strom. Die haben Strom. Mein Wasser ist überall. Wasser ist wirklich überall. Strom. Nicht hundertprozentig, aber kommt noch. Da baut sich auch schon was rüber. Nur noch da ein Haus, um die Ecke zu bearbeiten. Und dann sollte das schon passen. Diese Massen muss ich irgendwie mit der U-Bahn... Ach so, ist ja auch... Oh ja, der Weg ist unterirdisch, natürlich. Natürlich. Ist genauso unterirdisch, das heißt, die könnten jetzt allesamt auch noch hier rüber strömen. Wenn denn dann bekannt ist, dass die Bahn auch läuft, weil hier müssen ja Residenzen. Macht bestimmt mega Spaß, da zu wohnen. Oh, die sind noch aus. Natürlich, wenn will ja keiner hin, wenn noch aus ist, ne? Die ist eingeschaltet. Die wird eingeschaltet. Damit müssten jetzt die Bahn funktionstüchtig sein, soweit. Mal sehen. Ich meine, sie fahren schon. Ist halt die Sache, wenn man weiter weg. Ah, Passagiere. Sehr schön. Und für gewöhnlich müssten da auch Touristen bei sein. Wenn die Strom ausfahren. Wo denn? Ach, hier. Immer noch. Immer noch da. Da kommt der nächste Zug und da auch schon noch einer. Oh, der geht diesmal dahin zum Abladen. Okay. Meinetwegen. Meinetwegen. U-Bahn. Zero. Was ist denn das Gebäude? Ja, das ist, weil die alle noch kein... Warum habt ihr keinen Strom? Ihr müsstet doch Strom haben. Oh, Tatsache. Strom wird knapp. Alles klar. Alles klar. Ist noch dahin? Schade.
Was war das hier? Oh, das Gefängnis. Ah. Ja. Vielleicht baue ich diesmal die Stromquelle direkt in mein Industriegebiet ran. Warum auch nicht? Und zack, sind wieder Leute da. Das ist schon nicht schlecht. Hä? Oh, ich hatte eine Bahn. Stimmt. Und das Ding hat keine Brücke gebaut. Ganz schwach, ganz klein. Oh. Das erklärt's. Das erklärt. Okay, wenn die U-Bahn meint, sie müssen nicht nach unten gehen. Oh. Von oben gucken sollen. Mir einfach mal ein gerades Stück. Ach, und die andere Bahn schneidet das trotzdem noch. Naja. Gut, Knast. Natürlich ein... Warte mal. Nur Lärmbelästigung und keine Verschmutzung, aber... Dann lass uns das doch... Ja, hier passt es nicht hin. Auch ins Industriegebiet. Gefällt dir zu steil, du mich... Oh, Mann. Hey, Witzka. Ja, du bist einsam und allein in der Nähe der Brücke. Keiner tatsächlich sieht, was abgeht. Naja, 170. Au, ich kann ja hart... Genau. Hat er Gefängnisstrafen. Obwohl, das kann ich dann hier rausstreichen. Ja, ansonsten ist ja nur mein Industriegebiet bisher, was ich streichen kann. Bei allen ist Fahrrad. Automatische Maut. Wohltäter für Großunternehmen. Gebäude in dicht besiedelten Gewerbegebieten. Sollte theoretisch mehr Geld einbringen. Falls sie erzeugen, keine Steuereinnahmen mehr genießen, aber einen gewaltigen Schub bei ihrer Unterhaltung attraktiv. Ja. Steuerung komplett weg. So. Es fließt zumindest ein bisschen Wasser zurück. Da kann man auch wenigstens ein bisschen gucken. Wasser gucken. Oh, ich hab's Knast umgesetzt. Und die gehen eine Runde baden.
Auch schön. Sind sie wenigstens sauber. Was ging jetzt denn mit dem, ging jetzt mit dem Strom? Oh. 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 Und gut. Ja. Scheiße. So. Nein. Danke. So, jetzt. Es ist immer noch eine Wasserabflussanlage. Von daher. Vielleicht kann ich tatsächlich, wenn die Verschmutzung. So viel dazu. Wenn die Verschmutzung nicht so groß wäre. Aber naja. Warte. Oh shit, die hängen an derselben Leitung mit dran. Okay. Alles klar. Ist gut. Wasser. Das ergibt Sinn, dass du dann keinen Strom produzierst. Ah, irgendwer beschwert sich bei toten Menschen. Aber momentan fehlen einfach nur Arbeiter. Aber da kommen ja jetzt neue nach. Mhm. Müssen wir auf Bildung gucken. Die ist viel zu hoch eigentlich. Oberschule, Föhring, naja, passt eigentlich, Grundschulen bräuchte ich noch. Jo, gut. Mach ich hier noch eine Grundschule hin. Und, weiß nicht, vielleicht hier noch eine. Dann sollte aber einigermaßen gut sein. Was habt ihr? Kranke Bürger. Oh, ja. Gut, Windpark. Hab ich... Moment. Oh, ich hab eh wieder volle... hier ein. Ein Windgebiet. Was kann ich jetzt noch angleichen? Ein bisschen Erde dazu bekommen. Umbewegen, Windturbine. Hä? Ja, will ich. Das ist ja richtig wahr, eigentlich nicht. Na, hier oben sollte es erstmal keinen höheren. Hoffe ich zumindest mal.
Ich habe ja erstmal andere Möglichkeiten zum Bauen. Und daher. Ich meine, irgendwann werde ich die Windenergie auch komplett durch Kernenergie ersetzen. Wenn möglich. Wenn ich ihn sehen kann. Arsch, das Gefälle ist zu steil, bin ich auch. Du, mich auch. Erstmal nicht nötig, dann hätten wir noch Wohngebiet im Angebot. Wohngebiet im Angebot. Ja, vielleicht nicht unbedingt hier. Nicht unbedingt da, aber da noch und hier und hier. Jetzt wollen sie wieder Industrie. Und da würde doch jetzt schon mal Starfahrt Sinn machen. Starfahrt. Theoretisch kannst du dann hier auch die Auffahrt machen. Ich meine, planmäßig ein Industriegebiet, ein hier, ein Industrie, nein, Business. Shoot, hier sind Brücken drin. Oh nein. Oh nein, alles ist Brücke. Dass ich so hoch angefangen habe. Ach, deswegen sieht das Salat auch so komisch pinüppelig aus. Ah. Das macht's doch besser. Und hier ist es jetzt so steil, dass was drunter musste, aber nicht so schlimm, dann greife ich mir gerade den Punkt, schaffe den hier rüber, der kommt natürlich hier rüber, den Punkt, kann man verbinden. Ach, verflucht. Habe ich natürlich wieder die Abfahrt und die Auffahrt verbeult. Eine Reihenfolge. Auch egal. So. So, dann
runtergehen. Das ist dann die Auffahrt. Dann ist hier. So, dann haben wir hier fast denselben Plan. Oh ja, wir brauchen noch Autobahn, Autobahn. Autobahn. Verbindung. Damit Waren hierher geliefert werden können. Dann gehe ich mal davon aus, dass hier eine beschäftigte Abfahrt ist. Und gehe dann mal da schon etwas niedriger. Hier. Fälle ist zu steil. Hier, wenn man hoch muss, muss man hoch, ne? Wenn man sich hochschraubt. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Abgesehen davon, dass hier ein riesen Hügel ist. Hab ich angleichen groß. Kann ich das Flussbett ein bisschen rausnehmen? Das Ganze hier ein bisschen glätten. Ist wunderbar. Können wir vielleicht irgendwann das Ganze auch benutzen? Weil ich mir im Moment nicht so sicher bin, ob wir es benutzen können. Na gut. Viel verändert hat es jetzt nicht. Einfach nur straight, meine Lieblingsstraße. Einfach nur straight. Wie viel haben wir? Vier Stück, ne? 1, 2, 3, 4. Ja. Das dachte ich mir.